Geheime Militärinformationen. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Ja, geheime Militärinformationen interessieren uns doch alle und ständig und jederzeit, oder? Ja, machen wir doch einfach mal hier. Lad mal den Spaß, mein Freund. Lade schneller. Wir haben wenigstens wieder mal eine Prozentanzeige, warum auch immer jetzt plötzlich wieder da ist. Vielleicht lag's nur an dieser einen Mission. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Immer. Ist doch völlig klar. Bring mich zu einem Serverzugangspunkt oder etwas ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann. Schon wieder? Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Oh, wir haben einen Besucher. Ja, den haben wir. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. Na, das will ich doch mal schwer hoffen. Ja. Wir müssen die gute Frau ganz schön häufig irgendwie in solche Dinger reinbringen zum Hacken, ne? Egal, wir greifen... Was greifen wir denn zuerst danach? Fahren wir einfach mal hoch. Ich denke, dann werden sich die Schiffe hier schon nähern. Oh ja, da geht's richtig schön ab. So, Reparatur ist verfügbar, das ist schön. So lobe ich mir das. Den hier bitte schnell mal. Und dann hier um das Türmchen kümmern. Oh, der ist ganz schön resistent hier. Der will es, glaube ich, wirklich wissen. Aber es ist schon geschehen. Um ihn ist's geschehen. Sehr gut, okay. Verstanden. So, das war einmal. Hier hinten haben wir dann noch was. Die Mission müssen wir ja, glaube ich, stehen, damit wir hier weitermachen können. Alle bereit machen. Und feuerfrei. Das Ding hier nehmen wir mit. Ich habe ganz vergessen, die ganzen Missionen hier mal anzunehmen. Das mache ich, sobald der Turm hier erledigt ist. Genau. Okay, hier hinten können wir noch ein bisschen Treibstoff einsammeln. Okay. Dann gucken wir mal. Zufolge könnte das ziemlich unschön werden. Verlorene Container an Land finden. Das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier unten eine Mission. Arbeit zur See ist viel zu gefährlich geworden. 5-mal Impuls nehmen. Das kriegen wir auch auf die Reihe. Und hier müssen wir wieder was abliefern, schätze ich. Gut, dass du vorbeikommst. 2 Raketensperrfeuer. Auch das sollte kein Problem sein. Jetzt könnten wir erstmal an Land gucken, ob wir die Dinger finden. Diese Container, die verloren sind. Bevor wir hier weitermachen. Hier ist nichts. So, da haben wir einmal verlorene Container. So, sind hier noch mehr. Ja, hier sind noch Container. Dann haben wir hier drüben vielleicht welche. Schauen wir doch einfach mal entlang. Jo, hier sind welche. Wie viele müssen wir eigentlich finden? 5 Stück. 3 haben wir schon. Sehr schön. So muss das sein. So, hier ist einmal. Und hier haben wir auch noch welche. Analysen sind ziemlich unglaublich. Haben wir das schon mal erledigt. Dann können wir gleich mal in der Reparatur fahren. Gestartet. So. Bestätigt. Und weiter geht's. Die hier. Nuklear. Lassen wir gleich mal eine Nuklearrakete runter. Müssen wir zwar welche abliefern, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Okay, der haut erstmal ab. Dann zerstören wir doch ganz schnell mal die Mauer hier. Und dann zerstören wir die hier vielleicht noch schnell. Auch schon erledigt. Dann muss das Türmchen dran glauben. Sehr schön. So, jetzt hat hier... Komm, 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 schnell. Es war zu langsam leider. Egal. Das Schiff kriegen wir locker runter. Können wir mal eine Unterstützungsflotte vielleicht gebrauchen. Oh, Backe. Glück gehabt. Das war knapp. Ich möchte nicht leichtsinnig werden hier gleich zu Beginn. Machen wir erst nachher. Wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind hier. Ah, jetzt den hier noch schön. Und den Turm hier natürlich auch noch. So. Bestätigt. Einmal erledigt. Okay, dann Treibstoff ist voll. Das heißt, ich kann mal kurz reparieren. Oh, die Unterstützungsflotte macht ein bisschen weiter. Ist auch gut. Das Ding hier noch holen.
Iridium ist nie verkehrt. Verstanden. Kampfstationen. Schalten wir mal die Wasserminen aus. Das hier unten ist auch erledigt. Sehr schön. Was war hier jetzt? EM-Impuls 5-mal verwenden, kriegen wir hin. Was müssen wir abliefern? Raketensperrfeuer. Verstanden. Alle zum Einsatz. Und auch ausgeschalten. Volle Kraft voraus. Da ist nochmal EM-Impuls. Feuer frei. Das war nicht gut. Oh shit. Kampfstationen. Sie greifen an. So, greif mal schön das Schiffchen hier an. Kampfstationen. Eine Bewegung. Alle zum Einsatz. Erledigt. Schnell und schrecklich sein. Wir sind unterwegs. Erledigt, komm. Dann mal schnell den Turm hier ausschalten und dann müssen wir uns um die Werft kümmern hier. Bereit für Einsatz. Okay. Und dann mal ganz kurz eine Reparatur. Reparaturdrohnen gestartet. Alles flog in die Luft. Gut gemacht, Boss. Oh, jetzt wollen sie es hier aber echt wissen. Selbstreparatur. Dort. Eine Bewegung. Bereit für Einsatz. Sollen wir mal ganz schnell um die Werft kümmern. Egal, machen wir hier einmal so. Eieiei. So, das haben wir. Sind unterwegs. Reparatursysteme online. Hier haben wir schon wieder so einen Turm. Wie viel müssen wir abliefern? 2 Stück. Habe ich gerade noch übrig. Mal ganz kurz gucken, wo müssen wir da hin? Ah ja, da hoch, okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Totenkopf hier. Im Gange. Oh shit. Geh mal ganz kurz weg hier. Bring das Ding mal hoch. So. Genau, ihr kümmert euch mal ein bisschen ums Backup. Ah, dann. Und liefern. Roger. Das hast du gut gemacht. Ich weiß. Reibungslos, effizient und. Und da haben wir auch schon wieder eins bekommen. Erledigt. Selbstreparatur läuft. Kampfstationen. Feuer frei. Waffensysteme bereit. So, jetzt wird auch nicht mehr weiter repariert hier. Und erledigt. Wir sind unterwegs. Sehr schön. Holen wir uns mal die Unterstützungsflotte hier unten. Roger. Oh, das ging ja zügig. Ist das eine Werft hier? Nee, ne? Alle zum Einsatz. Grünes Licht. Bereit für Einsatz. So, ich mache jetzt erstmal alles platt, was hier außen rum ist. Feuer frei. Wunderbar. Dann gehen wir einmal hier runter. Turm noch hier kaputt. Schön kaputt machen. Feuer frei. Sind unterwegs. So, bleibt der hier noch übrig. Aber nicht mehr lange, schätze ich. Ist hier eine Werft? Nee, ne? Die tauchen einfach so auf hier. Was ist denn da los? Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl. Ja, sag mal. Etwas damit. Doch irgendwo eine Werft? Nee, ne? Volle Kraft voraus. Kann ich das Ding hier angreifen? Nee. Sind unterwegs. Okay.
Reparaturdrohnen gestartet. Verstanden. Sehr gut. Raketensprung vorerst auf Maximum. Feuer frei. So. Strategisches Ziel. Bringe ich die jetzt hier schon rein oder muss ich dafür noch was tun? Ja, wo kommen die denn alle her hier bitte? Mal sehen, ob du es bis vielleicht muss ich das Ding auch komplett zerstören? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kümmere mich um die Reparatur. Sind unterwegs. Mal sehen, ob du es bis hierher schaffst. Jetzt haben wir es. Okay, sehr gut. Dann holen wir uns das auch noch. Zwei strategische Ziele sollen wir erobern. Die kriegen wir auf jeden Fall hin. Bereit für Einsatz. Nehmen wir einfach das hier oben noch. Dann ist das doch hier relativ zügig erledigt. Feuer frei. Weil alle Nebenmissionen sind bereits erfüllt. Reparaturdrohnen gestartet. Waffensysteme bereit. Diese blöden Reparaturschiffe. Sowas aber auch. Dass die so eine Technologie überhaupt besitzen dürfen. Feuer frei. Sind unterwegs. Waffensysteme bereit. Selbstreparatur läuft. Bereit für Einsatz. So, jetzt ist es eigentlich fast ein bisschen schade, hier jetzt das Raketensperrfeuer zurückzulassen, ne? Können wir denn vielleicht schon? Nein, können wir noch nicht. Schade. Koordinaten bestätigt. Nein, keine Reparatur. Torpedo abgefeuert. Oh, da hat's glaube ich ganz schön Bumm gemacht. Ziel bestätigt. Ja, eins der Schiffe schicke ich mal noch dahinter, um das Raketensperrfeuer aufzusammeln. Na komm, sammelt euch mal. Kümmere mich um die Reparatur. Schön. Eieiei, das hier ist auch schon. Die Unterstützungsflotte ist auch schon voll. Können wir die schon einsetzen hier? Schau mal. Halt, das war EMP. Ja, cool. Machen wir das doch einfach mal. Dann können wir die nämlich mit aufsammeln. Volle Kraft voraus. Und in der Zeit können wir die hier schon mal kämpfen lassen. Hier kriegen wir schon wieder eine. Dann setzen wir halt nochmal eine ein. Oh, geht nicht mehr. Wie weit geht's denn? Bis hier. Also gut, komm. So, ist das Schiff hier noch nicht? Weil die Reparatur, die gönne ich mir jetzt einfach mal. Ganz kurz hierher. Treibstoff mitnehmen natürlich. So. So mag ich das. Genau, ihr greift die da oben mal an. Volle Kraft voraus. Egal. Gehen wir doch so auch hin hier, komm. Grünes Licht. Verstand. Und schon alles erledigt. IM-Impuls. Sind zwei Stück, die ich nicht brauche. Schade eigentlich. Reparaturdrohnen gestartet. Ah, hier hinten geht's gar nicht weiter. Na gut, dann sammeln wir zumindest noch die Graphen auf. Ha, es geht gar nicht mehr als 999. Schade. Bestätigt. Na gut, dann fahren wir aus dem Hafenbecken wieder raus. Hier hinten ist auch nichts mehr. Ah, den hätten wir uns eigentlich noch holen können. Egal. Petrochemikalien sind ja auch schon voll. Volle Kraft voraus.
Kampfstationen. Starte Nuklearrakete. Kampfstationen. Grünes Licht. Oh, dann die hier. Was sind das eigentlich für Schiffchen? Die sind doch putzig ohne Ende. Im Gange. So, erledigt. Bereit für Einsatz. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Koordinaten bestätigt. Ich sehe schon, das läuft. So, jetzt fahren wir mal nach da hinten. Sind unterwegs. Füllen unseren Treibstoff noch ein bisschen auf. Ja, machen wir erstmal den Turm kaputt. Volle Kraft voraus. Starte Nuklearrakete. Bereit für Einsatz. Kampfstationen. So. Sie greifen an. Bestätigt. Du glaubst also, du kannst es schaffen. Ja, das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. Mal sehen, ob du es bis hierher schaffst. War das schon alles hier? Nee, da ist noch so ein Türmchen, ein paar Bötchen. Bereit für Einsatz. Verstanden. So, und dann sollten wir es eigentlich gleich geschafft haben. Aber wieder kurze Zeit hier warten, nehme ich an. Ein heldenhafter ja, Sieg. Sehr schön. Steht zumindest auf den Nachrichtenseiten. Ja. Steht nicht auf den Nachrichtenseiten. Zur Abwechslung da mal steht jemand überall, die weltweit. Schön. Haben wir die auch geschafft. Und wir kommen hier wieder Haufen Zeug dazu. Das ist hier, passt hier oben gar nicht mehr in die Leiste rein, was ich ein bisschen schade finde eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob er die jetzt noch aufaddiert oder ja, ob die flöten gehen. Schauen wir mal. Grafen, ja, 999 haben wir. Mehr ist dann wohl sehr nicht. Gut. So erledigt das ein Insider. Aha. Ich habe die Daten, die du wolltest. Und noch ein paar Daten für mich, an denen ich privat interessiert bin. So bist du das, ja? Sie wird eines Tages eine Gegenleistung für ihre Dienste erwarten. Aber was zählt ist, dass sie Drake einen harten Schlag verpasst haben. Mhm. Er wird sich bald davon erholen, aber im Augenblick sind wir im Vorteil. Und das müssen wir ausnutzen. Das Fehlen von erneuerbaren Energiequellen ist die größte Schwäche der Erde. Besonders in konfliktreichen Zeiten wie diesen. Aber Sie halten den Schlüssel für eine friedliche Zukunft in der Hand. Das Mondlizenzierungsprogramm ist so gut wie abgeschlossen. Wunderbar. Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Dankeschön, Dankeschön. Sowas höre ich gern. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Ach, schon wieder? Orbital Watch Eindringlinge mit der Drohne zerstören. Naja, das ist definitiv machbar. Aber jetzt machen wir erstmal diese Energieroute. Die sollen wir von Iwamoto gerade, logisch, da erzeugen wir sie ja, nach Walbrook Becken machen. So, neue Transferroute von Mond. Ist das hier Energie? Wie liefere ich denn Energie? Fusionsenergiezellen? Energie von hier nach da. Oh ja, so viel Überschuss haben wir. Ich mach mal 3500 draus, dann haben wir oben ein bisschen Reserven. Energietransmitter. Schön. Online. Starte Testprotokoll für Energietransfer. Alle Parameter grün. Energietransfer erfolgreich. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Ziele des Mondlizenzierungsprogramms erfüllt. Die Fusionsenergieübertragung wird nun den Energiebedarf der Erde decken und der Menschheit die Entwicklung neuer Raumfahrtmethoden ermöglichen. Mhm. Die Global Union ist dankbar für ihre Kooperation. Gerne doch, gerne doch. Finde ich schön. Ein letzter Punkt im Projektplan ist noch offen. Ach ja? Und zwar, Ihnen zu danken. Ach, für gerne. Alles, was Sie für die Menschheit getan haben. Sie sind ein Vorreiter einer neuen Ära des Wohlstandes. Das kannst du doch auch sagen. Hat große Pläne. Ihre Firma wird der offiziell von der Regierung zugelassene Lieferant von Mondressourcen sein. Und als Zeichen der Dankbarkeit erhalten Sie Baugenehmigungen für ein Firmenhauptquartier nach Ihren Vorstellungen. Ach, schön.
Kunden verarbeite Informationen. Das ist schön. Das heißt, wir können jetzt hier frei so ein Ding wählen, oder wie sehe ich das? Mir würde da nämlich durchaus vielleicht... Kommen wir direkt zur Sache, ich bin beschäftigt. Ja, das kostet mich wieder, ne? Wie mache ich das denn jetzt hier mit der Tante? Samen-Module sammeln, okay, das machen wir mal schnell. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Aha. Jo, ich stimme mal wieder ab. Sie erhalten seltene Rohstoffe für ihre Stimme. Von der Tante hier, Elektronik und Biotech. Jo, machen wir halt und einfach mal. Hier ist dein Loot. Dankeschön. Wo ist es denn? Wo? Woho? Hm. Naja, egal. Ja, da sind wir doch schon ziemlich erfolgreich gewesen jetzt, ne? So, wir haben jetzt... Werben Sie Investoren an, produzieren Sie Androiden, bauen Sie Stadion. Okay, Firmenhauptquartier. Wo soll ich denn ein Firmenhauptquartier bauen? Kann ich das irgendwie so bauen? Das ist Firmenhauptquartier. Okay, dafür brauche ich also die ganzen Investoren dann. Das ist ja schön. Da müssen wir hier ein bisschen schnuckelig aufpimpen. Ich könnte doch jetzt rein theoretisch mal ein bisschen Kosten sparen, indem ich wieder ein bisschen so Energie verscherbel. So. 2000. 2000. Da war doch irgendwo so ein Windpark. Den finde ich zwar an sich echt schön, aber der fliegt einfach. Der fliegt, das spart uns Geld. Das spart uns massenhaft Geld. Wenn der hier oben fliegt, dann reicht es wahrscheinlich auch noch. Yo. Sehr gut. Spart uns auch noch ein bisschen Geld. Hoffe ich zumindest. Hehe. So, was ist das hier denn eigentlich? Nanotextilfabrik und die Flachsplantage. Da waren doch vorhin, habe ich gesehen, irgendwas negativ, ne? Nee, doch, Nano ist ein bisschen negativ. Dann bauen wir hier mal Nano mit dran. Jetzt sind wir Nano-positiv. Hier sind wir genau auf 0. Das passt mir soweit. Kisten nehmen wir mit. Na, komm her. Okay, dann können wir jetzt mal unser Schiffchen... Ich sollte das einfach echt hier oben stehen lassen, ne? Egal, der fährt jetzt mal hoch in der... Oh, ziemlich verklickt. Hier soll's der her. So. Dann können wir doch eigentlich rein theoretisch mal ein bisschen upgraden wieder, oder? Ein bisschen upgraden, so eine Reihe hier. Schön. Und dann sollten wir uns auch mal um Androiden kümmern.